Willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Username ändern kannst. Okay, wie du siehst, habe ich hier Andi wie geklärt auf, aber mein Alias ist immer noch Andi der Zauberer und das möchten wir natürlich nicht. Um das zu ändern, gehst du einfach auf dein Hauptkanal, also auf meinen Kanal, indem du da drauf auf meinen Kanal klickst. Nun klicken wir auf den Button Kanal anpassen. Dann werden wir weitergeleitet und dann müssen wir natürlich auf die Registerkarte allgemeine Informationen klicken. Und dann ist da unten der Alias und ich müsste noch mal schauen, ob mein Alias richtig ist mit Andi Wiki. Genau, den kopiere ich mir jetzt hier einfach raus. Hätte ich auch woanders machen können, aber ich bin es halt so gewohnt. Dann gehe ich wieder zurück auf die Kanal anpassen, also allgemeine Informationen. Und unten drunter habe ich hier mein Alias, Andi der Zauberer. Und den kann ich jetzt einfach entfernen. Ja, das ist ganz wichtig, ich entferne ihn komplett, auch diese Add-Zeichen, weil das Add-Zeichen wird vom System selbst erstellt. Würde ich jetzt ein Add zusätzlich machen, gibt es zwei Add-Zeichen. Von daher entferne ich das komplett und dann füge ich Andi Wiki hinzu und du siehst, das Add-Zeichen ist gemacht und es ist auf rot, weil der Name schon vergeben ist, beziehungsweise in dem Fall nicht vergeben, sondern in dem Fall ist es halt durch Bindestriche, muss man es trennen, durch Unterstrich und durch einen Punkt. Okay? So. Wenn ein Name vergeben ist, dann erscheint es auch rot, ne? Ist auch ganz klar. Das muss man auch bedenken. Von daher müssen wir mal schauen, was jetzt hier aussuchen können. Zusammengeschrieben ist also in den meisten Fällen auch vergeben, wenn das passiert. Das ist immer so meistens. Muss man halt eben sich entscheiden, welche Version man nimmt. Punkt würde ich nicht empfehlen. Oder halt Unterstrich, weil das können viele nicht. Die meisten Menschen kennen nur Bindestrich. Und wir probieren es erstmal mit Punkt, ne? Aber es war ja klar, funktioniert auch nicht. Ist auch nicht verfügbar. Und kann man machen, aber ich empfehle immer halt eine andere Variante. Dann Unterstrich ist halt so eine Sache, funktioniert auch, aber wir nehmen lieber Bindestrich, weil eben Bindestrich das gängige Format ist, was die meisten Menschen kennen. Okay? Und marketingmäßig habe ich auch in der Schule gehabt. Und Marketing-Leute sagen im Bindestrich immer bevorzugen. Das ist immer das Beste. So, das funktioniert jetzt auch und das war's auch schon. Wir sind fertig. Wir klicken jetzt auf den Button Veröffentlichen, damit er das alles übernimmt. Also eigentlich sollte es Speichern heißen, aber naja, ist halt so übersetzt worden, Veröffentlichen, weil das Ergebnis dann veröffentlicht wird. Also klicken wir, nachdem wir da so drauf geklickt haben, hat sich das jetzt auch geändert. Wir sehen Andi Wiki und es dauert jetzt ein paar Stündchen, bis er das Ergebnis übernommen hat. Also wundert euch nicht, wenn das etwas länger dauert. Ihr seht ja auch schon, das ist immer noch der alte Alias drin, Andi der Zauberer, aber keine Sorge, es ist auf jeden Fall übernommen worden. Aber und das dauert ein bisschen, bis er das aktualisiert. Das war's auch schon von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann mach einen Like-Button, abonniere meinen Kanal, ein Thumbs Up natürlich auch gut oder schreib Kommentare an, falls du weitere Fragen hast. Und natürlich sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Andi Wiki.